So, weiter geht es mit dem nächsten Trainingsvideo. Ihr seht erstmal mich mit Polly. Es war eine Förderprogrammreitstunde, aber da an dem Tag nur Alexa und Katrin mitgeritten sind, bin ich mit Polly mitgeritten, weil das sich ganz gut ergänzt hat. Und ihr seht hier auch ein neues Gesicht, und zwar Katrin auf Motsche. Katrin werdet ihr jetzt nicht regelmäßig bei uns auf dem Kanal sehen, einfach weil sie sagt, das ist auch nicht ihre Lebensphilosophie, unbedingt auf unserem YouTube-Kanal zu entscheiden. Aber ich zeige sie euch heute bewusst, und das ist natürlich auch mit ihr abgesprochen, denn ich möchte gleich ein anderes Thema ansprechen, für das ich jetzt nicht nochmal extra ein Video drehe. Und zwar haben wir Motsche verkauft. Und zwar an Katrin. Katrin ist Motsches Reitbeteiligung jetzt schon seit mehreren Monaten. Ich glaube, ich brauche gar nicht viel dazu zu sagen, warum wir Motsche verkauft haben. Jeder, der uns einfach schon länger verfolgt, kennt unsere Philosophie, dass wir der Meinung sind, dass kein Pferd ewig Schubpferd bleiben sollte, weil das einfach für ein Pferd nicht schön ist und jedes Pferd es verdient, eine feste Bezugsperson zu haben. Und wenn wir das Gefühl haben, wir haben die perfekte Bezugsperson dafür gefunden, dann werden dieses Pferd auch dahin vermittelt. Wer uns länger folgt, weiß, dass Motsche einen extrem langen Weg bei uns hinter sich hat, von einem sehr, sehr aggressiven und verunsicherten Pferd hin zu einem wirklich zuverlässigen Freizeitpartner. Und mit Katrin hat sie da die absolut perfekte Person gefunden. Katrin hat auch Turnierinteresse und reitet Motsche auch auf Turnier. Ihre Tochter Larissa reitet Motsche auch auf Turnier. Ob ihr hiervon mal was sehen werdet, das kann ich jetzt so pauschal nicht versprechen und werde ich auch nicht versprechen, denn diese Entscheidung liegt nicht bei mir, sondern bei Katrin und bei Larissa. Von daher möchte ich ja nichts Falsches versprechen, aber ich habe, wie gesagt, abgesprochen, dass ich euch einmal diese Trainingsausschnitte zeige, einfach damit ihr seht, dass es Motsche super geht, dass sie eine wirklich gute Partnerin gefunden hat, und so soll es doch im besten Fall auch sein. Zum Förderprogramm kriege ich sehr oft Rückfragen, ob ich mal alle Kinder vorstelle kann und deren Ziele vorstellen kann. Das wird es bestimmt so auch geben Ende des Jahres, wenn wir unseren Förderprogrammabend machen. Grundsätzlich ist es jetzt aber so, dass wir zwei Förderprogrammgruppen haben, einmal Dressur, einmal Springen, die wechseln aber natürlich auch. Also wenn zum Beispiel Alexa eine E-Dressur am nächsten Turnier genannt hat mit Meloni, dann wird sie die nächsten Wochen in der Förderprogramm-Dressurgruppe mitreiten, und wenn ein Springreiterwettbewerb ansteht, dann halt in der Förderprogrammgruppe Springen. Das heißt, es sind keine fixen Zuteilungen, sage ich jetzt mal. Daher wechselt das dann auch so, ja, monatlich, sage ich jetzt mal. Genau, ihr seht jetzt hier, wie gesagt, Alexa auf Meloni, mich auf Poldi und Katrin auf Motsche, habe ich hier, glaube ich, schon gesagt. Ihr seht hier eine In-Out-Kombination. Das finde ich ist immer wieder eine gute Sache für den Rhythmus, das immer wieder zu überprüfen. Wir hatten das alles jetzt erstmal auf kleiner Höhe, haben uns so ein bisschen warm gesprungen, und ich glaube, jetzt kommt hier so ein erster kleiner Parcours. Ja, hier bin ich immer im Außengalopp gelandet mit Polly. Mit Polly mache ich zurzeit ja nicht besonders viel ehrgeizig, weil er grundsätzlich meiner Mutter zur Verfügung steht für ihr Western, für ihre Western-Trainerprüfung im November. Das heißt, mit dem mache ich wirklich nur so ein bisschen hüpfi-hüpfi ab und zu, damit er schön locker bleibt und ein bisschen Dressur nebenher. Von daher haben wir hier alles irgendwie nichts krass Wildes gemacht, aber so diese Basics, die klappen eigentlich bei ihm auch so aus dem Kalten raus wirklich gut, muss ich sagen. Ich glaube, jetzt vergurken wir einmal. Ach nee, der kommt noch nicht. Wir vergucken nämlich irgendwann einmal den roten Steilsprung. Genau, ja, Katrin Motsche brauche ich jetzt erstmal nicht viel dazu zu sagen. Also natürlich sind da noch Baustellen, an denen wird auch fleißig gearbeitet, aber so im Groben und Ganzen funktioniert das alles erstmal ganz gut. Man sieht nach wie vor, dass Motsche sehr, sehr viel Spaß am Springen hat und da wirklich auch sehr, sehr zuverlässig ist, und ich denke, das macht Motsche auch happy. Alexa und Meloni, nach wie vor natürlich eine Kombination mit viel Potenzial, aber auch viel, viel Arbeit. Alexa neigt nach wie vor leider sehr dazu, ihre Ferse hochzuziehen, ihr ganzes Bein hochzuziehen und dadurch auch so ein bisschen den Halt am Pferd zu verlieren, weshalb sie nicht so perfekt zum Sitzen kommt im Galopp. Ich muss aber sagen, Meloni ist wirklich ein super liebes Pony und unterstützt sie da wirklich viel und ist teilweise auch sehr ehrlich. Aber da haben wir natürlich noch ein bisschen Arbeit. Vielleicht auch als kurze Info nebenbei. Alexa und Anna haben jetzt in den Sommerferien ihr Reitabzeichen 5 gemacht im Prosendorf und beide auch erfolgreich bestanden. Dazu wird es jetzt kein extra Video geben wie bei Mella und mir, da durch Corona einfach auch keine Zuschauer in dem Sinne erlaubt war und wir dann auch einfach nichts filmen konnten. Also wenn da jetzt riesengroßes Interesse ist, könnte ich die beiden bestimmt dazu überzeugen, mit mir ein Labervideo dazu zu drehen. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Jetzt haben wir den hier, glaube ich, vergurkt. Da kam ich blöd um die Kurve und dann habe ich leider geschlafen. Ja. Passiert. Einmal konzentriert wieder anreiten. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn ich jetzt merke, da ist extrem reges Interesse am Reitabzeichen 5 von den beiden, dann können wir dazu gerne ein Labervideo machen. Aber genau, es gibt da jetzt keine Reitsequenzen. Jetzt haben wir das Ganze hier nochmal als Parcours zusammengesetzt. Ihr seht übrigens auch hier natürlich wieder unseren neuen Springparcours. Es ist so geil, einfach plötzlich so viele Sprünge zu haben, dass man hier richtige Parcours aufbauen kann. Es ist schon wirklich Luxus, muss ich sagen. Muss ich wirklich so sagen. Genau, jetzt kommt Mochi Plochi. Man hört meine Katze im Hintergrund motzen. Super, super.
Ach ja, damit fing es an, oder? Ich weiß, ich kann meine Parcours gar nicht mehr auswendig. Das ist halt auch schon wieder 3 Monate her oder so, ne? Also das ist immer alles so ein bisschen so ein bisschen on hold. Jetzt kommt der rote Steilsprung, genau. Ich erinnere mich wieder. Egon, was möchtest du mir erzählen? Hopp. Genau, und dann kam, glaube ich, der Weiße, oder? Ja, also ist auf jeden Fall sehr schön flüssig unterwegs. Natürlich sowas wie, Stellung und Biegung, da kann man überall noch dran üben. Wichtig ist aber erstmal, dass man überall hinkommt, dass man gut passend hinkommt, dass man die Distanz sieht, dass man der Bewegung gut mitkommt. So, jetzt kommt Alexa. Das größte Grundproblem ist meistens, dass sie das Pony da so ein bisschen vor sich hinschlurfen lässt, die Zügel meistens zu locker sind und da einfach zu wenig Spannung auf dem Pony ist und damit macht sie dem Pony so ein bisschen das Leben schwer. Aber da üben wir fleißig dran. Jetzt einmal Galopp korrigieren. Ja, einfach so ein bisschen mehr Zug auf dem Pony wäre hier an der Stelle einfach super. Kurve soweit erstmal okay, gut gerade gerichtet, Mitte gut getroffen, passt alles soweit. Ja, hier ein bisschen mehr innere Hand dran wäre schön gewesen. Der Hund frisst nebenbei noch sein Futter und draußen fliegt ein Flugzeug vorbei. Und auch hier natürlich nicht optimal getroffen, nach vorne gefallen, Formsprung. Das hätte man ein bisschen besser lösen können, deswegen habe ich sie gleich nochmal machen lassen. Jetzt kam sie dann allerdings ein bisschen weit. Was ist denn das hier heute? Hört ihr die Flugzeuge auch so laut wie ich? Wahrscheinlich schon, oder? Heurika, was ist los hier mit den Flugzeugen? Ich glaube, ich bin jetzt nochmal nur die In-Out gesprungen, weil er mir vorher da so reingerannt ist und dann so flach geworden ist. Ja, bei Polly merkt man einfach, dass wir nicht viel gemacht haben. Also da, die Kondition ist auch einfach so ein bisschen, ne? Wenn du da so ein bisschen was gemacht hast, dann ist er schon gleich so vollkommen so anstrengend. Ich habe, glaube ich, nochmal den ganzen Parcours gemacht sogar. Genau, aus dem Trab des Kreuz. Polly reite ich übrigens bewusst mit relativ lockerem Zügel, weil der so gerne dazu neigt. Was mache ich denn jetzt? Weil der gerne dazu neigt, sich in einem Zügel zu verkriechen und extrem auf die Vorhand zu fallen. Deswegen, Polly und ich sind da echt ein eingespieltes Team. Nicht wundern, das ist so ein bisschen, ja, ich reite ihn einfach so und es funktioniert. Da braucht man dann, glaube ich, auch gar nicht so groß darüber zu diskutieren, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Ich habe einfach über die Jahre gemerkt, dass es nichts bringt, wenn ich den total kurz nehme, weil der sich einrollt und dann überhaupt keine Hinterhandaktivität mehr zu erkennen ist. Deswegen lasse ich ihn im Springen relativ locker. Ah, jetzt geht es hier eine Runde auf den Zirkel. Ja. Und da war jetzt übrigens die In-Out, die nicht gut getroffen war. Da ist er mir sehr, sehr doll reingestolpert. Und hier kam er recht weit, aber das habe ich eigentlich ganz gut ausgeglichen. Das war eigentlich okay, ich weiß gar nicht, ob ich den Out jetzt... Nee, erstmal haben die anderen dann Parcours gemacht und danach habe ich dann den Out nochmal gemacht. Oh Gott, ihr könnt es ja hier nicht sehen, aber der Kater ist gerade vom Bett aus auf den Schrank gesprungen. Die haben hier alle irgendwie gerade so ein bisschen ein Aufmerksamkeitsdefizit. Die brauchen alle irgendwie Aufmerksamkeit. Jetzt sieht man nichts mehr, weil alle im Weg stehen. Das war übrigens wirklich schön, als dann so diese Corona-Hochzeit vorbei war und endlich alle wieder ein bisschen auf den Hof kommen konnten, dass man auch wieder jemanden zum Filmen hatte, dass man wieder hier Training machen durfte. Das war schon... eine Erleichterung. So, kommt jetzt der Rote? Ja, ich glaube schon, oder? Ja, der Rote. Kommt dann der Zirkel? Ich bin so ein bisschen lost in space, weil es wirklich bestimmt 2 Monate her, dass wir das Training hatten, ehrlich gesagt. Ja, jetzt kommen die In-Out. Also Mocha ist da wirklich sehr, sehr zuverlässig, muss ich sagen. Da haben wir eine gute Grundausbildung hingelegt bei dem Pony, was das Springen angeht. Die findet da wirklich sehr selbstständig einen schönen Weg, macht sich's gut passend und springt da sehr, sehr zuverlässig drüber. Also da bin ich sehr zufrieden. An allem anderen kann man natürlich noch ein bisschen kritisieren, was einfach Stellung, was Biegung angeht, was Hinterhandaktivität angeht. Genau, da ist hier den Ochsen nochmal gesprungen, damit er ein bisschen besser kam. Ich bin hier in Out nochmal gesprungen. Ich glaube, jetzt sind wir auch schon am Ende, oder? Ah, nee, Alexa kommt nochmal. Alexa kommt nochmal. Dann gerade ein bisschen so, als hätten die Katzen den Balkon zerstört, aber nicht schlimm, nicht schlimm. Wer braucht schon einen Balkon? So, Alex Spex ist nochmal dran. Vielleicht weiß ich jetzt den Parcours. Ich glaube, es ging mit der In-Out. Nee, es ging mit dem Blauen los aus dem Trab. I remember. Alexa ist immer ganz wichtig, farblich korrekt angezogen zu sein. Seht ihr, dass sie blau, hellblaue Fliegenohren, hellblaue Schabracke und ein hellblaues T-Shirt dann hat? Ach, die Trabstangen, die gab es vorher auch noch. Da bin ich jetzt übrigens am Boden. Ich unterrichte, ich sage sogar lieber am Boden. Aber in dem Fall bin ich halt Polly vorher geritten. Bisschen mehr Tempo, komm. Ist, glaube ich, der Standardsatz, den ich zu Alexa sage. Bestimmt 20 Mal beim Training. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Das Ding ist halt immer,
es geht ja gar nicht darum, dass sie insgesamt ein höheres Grundtempo haben soll, aber sie braucht halt mehr Spannung auf dem Pony. Und die kriegt sie halt nur, wenn sie erstmal vorwärts reitet, um das dann vorne abzufangen und die Spannung ins Pferd zu kriegen. Weil wenn sie halt immer so am langen Zügel da lang schlurft und dann auch noch so langsam da lang wirkt, dann, ja, wisst ihr, was ich meine? Jetzt kommt die In-Out. Gut, korrigiert. Und jetzt kommt der Zirkel. Und ich glaube, dann hat sie sogar diesmal den Ochser echt gut getroffen, muss ich sagen. Ja, also ich denke, man sieht jetzt nicht die krassesten Fortschritte nach Corona. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich, weil wir halt einfach während Corona nicht trainieren durften. Jetzt ist sie da vorbeigeritten, die Gurke. Aber ihr habt jetzt mal wieder so ein bisschen den aktuellen Trainingsstand, einen 2 Monate alten aktuellen Trainingsstand. Und ja, die Erfolge werdet ihr dann hoffentlich auf Turnier sehen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und schreibt mir was Nettes in die Kommentare.